Heute werden 8,5 Millionen Tonnen Güter über die Arlbergbahn transportiert. Gleichzeitig fahren pro Tag 90 Züge des Güter- und Fernverkehrs über die Strecke. Die Rekordzahlen aus den 1990er Jahren werden nicht mehr erreicht. Dafür haben sich die Anhängelasten deutlich erhöht. Züge von über 1000 Tonnen mit Vorspann und Schiebelok sind keine Seltenheit mehr. Besonders die schweren Holzzüge aus der Schweiz brauchen auf der bis zu 31 Promille Steigung große Zugkraft. Aber auch Zuglängen von weit über 500 Meter sind heute an der Tagesordnung. All diese Umstände müssen von den Bahnanlagen bewältigt werden. Aber die immer wieder erhöhten Transportkapazitäten beanspruchen die Strecke enorm. Besonders für die eingleisige Strecke bedeutet der Güterverkehr eine hohe Beanspruchung des Schienenmaterials, aber auch der gesamten Bauwerke. Besonders einige Brückenbauwerke waren schon in früheren Zeiten diesen ständig gestiegenen Anforderungen kaum gewachsen.